Hey, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Folge im Straßenmeisterei-Simulator mit meiner Wenigkeit. Ich grüße euch. So, das Spiel kommt ja dementsprechend nun bald raus. Bald ist für euch am 7., wenn mich nicht alles täuscht, 7. April. Irgendwie sowas in der Richtung rum. Und ja, Embargo ist jetzt für das komplette Spiel generell gefallen. Also das heißt, damals konnte ich euch ja nur 3 Missionen zeigen. Von den 3 Missionen waren 2 eh schon monatelang öffentlich. Deswegen habe ich euch dementsprechend nur die eine Mission gezeigt. Und ja, jetzt ist alles frei. Das heißt, ich kann euch jetzt dementsprechend auch andere Missionen hier zeigen. Es hat sich hier jetzt erstmal nichts großartig weiter geändert, muss man sagen. Na, also ihr seht, Grafik ist so weiter. Bugs wurden noch ein bisschen gefixt hier, da, dies, das, Ananas, ne? Aber ansonsten ist das vollständige Spiel. Wir haben ein paar Missionen. Durfte ich, vielen Dank. Die Missionen bestehen immer hier aus so 4 Stück, die immer gleichzeitig so zur Auswahl stehen. Die rotieren auch. Es gibt auch eine Aufgabe, die gerne mal öfters vorkommt, die dann aber immer auf der Landstraße, immer auf einer Bundesstraße und immer auf einer Autobahn dementsprechend stattfindet, ne? Somit kommen wir Pi mal Daumen so auf 20, 30 Missionen, wenn man das Doppelte alles da irgendwie so mitzählt. Naja, gucken wir mal, wie es wird. So, Schilder richten und Schilder stellen. Ich würde mal sagen, ich habe mal Bock auf Schilder stellen. Deswegen machen wir das Ganze auch einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet oder auch nicht erwartet. Wir bewegen uns einfach mal hier zu der wundervollen Markierung. Na, nehmen diesen tollen Richtwagen hier mit. Sehr schön. Machen das Ganze so. Was natürlich überarbeitet worden ist, wir haben jetzt keine, wie sagt man so schön, kein UI mehr. Also wir hatten ja am Anfang, ja, ihr seht im Übrigen, ich habe hier alles, ne, hochgeballert, wie es noch geht. Also wir sind auf Ultra, 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 mehr geht nicht. Wir hatten ja damals so dieses UI, wo dann immer hier, ne, wenn irgendwas ist, hier gemacht worden ist. Gibt es jetzt in dem Falle nicht mehr. Jedenfalls sehe ich es in dem Falle ja nicht mehr. EQ, das ist mir soweit klar. Beleuchtung, das heißt, ich muss jetzt hier teilweise immer mal rumgucken, wie jetzt hier was war. Ist natürlich eher suboptimal, weil gar nichts, gar nichts. Naja, weiß ich jetzt auch nicht. So. Es fehlt ja generell hier ein Bild des UI, habe ich das Gefühl. So. Passt das Ganze jetzt so? Dann steigen wir hier wieder aus. Aber was soll ich jetzt aufnehmen? Warum habe ich hier keine Basisinformation mehr, also so gar nicht, WTF. Was ist das für weird, weirdo, pedo, geil. Ich spreche mal den Auftrag ab, ja. Tut mir leid, das nochmal neu, vielleicht habe ich gerade die Mission wieder genommen, die verbuggt war. Glückwunsch dazu. Ja, wir laden. So, jetzt haben wir wieder unsere Minimap, das freut mir. Ah, jetzt haben wir das UI wieder da, schön. Schutzplanken wechseln an der Bundesstraße, Schutzplanken reinigen an der Autobahn, ne, da sehe ich mich doch. Ach, jetzt haben wir auch auf einmal hier wieder, gucke an. Hab ich natürlich wieder die Mission erwischt, die nicht funktioniert, freut mir. Sehr gut, naja, hab das auch mal gesehen. So, dann steigen wir einmal ein. Wir haben natürlich wieder das große Glück, dass wir das nicht einfach hier automatisch aufgeht. Vielen Dank. So. Automatischer Motorstart, sowas gibt es auch nicht. So. Naja, dann fahren wir mal Richtung Autobahn. Und versuchen da mal unser tolles Glück dahin. Na, dass das alles so ist. Wie gesagt, ihr hört auch an den Sounds, hat sich jetzt nichts verändert. Das ist halt soweit alles gleich geblieben. Ich denke mal eher so ein Spiel für kurzfristige Unterhaltung. Dafür kostet es aber auch ein bisschen was. Ich glaube 25 bis 30 Euro. So war mein letzter Stand jetzt der Dinge. Aber ich glaube 25 und 35 für Konsolen. Irgendwie sowas in der Richtung. Ist auf jeden Fall schon eine Stange Geld. Das darf man nicht unterschätzen. Aber gut, dafür zeige ich es ja euch auch, dass ihr bis zum Release, also bis zum 8. bzw. 7. euch entscheiden könnt,
Ja, ist es mir wert oder ist es mir dementsprechend auch nicht wert? Deswegen. Ja, gut, wir kurven jetzt hier mit maximaler Geschwindigkeit, die man ja auch noch im Innenbereich sieht. Wir stehen so kurz vor 80 km/h. Fahren wir jetzt hier Richtung Autobahn, weil da sollen wir ja die Schutzplanken hier aktiv machen. Bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Das war Warnblinker, das war Ditte. Naja, die 5 waren die Rundumleuchten, sehr gut. Die haben sich auch nicht geändert, die sehen soweit immer noch so aus, wie sie eben aussehen. Gut, dann fahren wir hier einmal auf die Autobahn drauf. Mit unseren tollen Rundumleuchten, um ein bisschen zu warnen. Und hier vorne ist dann dementsprechend auch gleich. Wir machen mal hier einen Warnblinker an. So, die Aufgabe der Aufgaben. Sehr schön. Aktiviere den Fahrzeugaufsatz mit der Taste Q. Ach, frei bewegliche Kamera hat es leider auch nicht reingeschafft. So, da haben wir, also E. Okay. Und jetzt sollen wir die Schutzplanken reinigen. Und dabei sollen wir immer in der Mitte bleiben und auf den richtigen Abstand achten. Okay. Und der richtige Abstand, der wird uns hier unten in Form dieses Donuts präsentiert, der zwischen den zwei Zebrastreifen wild hin und her schaukelt und nicht so wirklich weiß, will er auf die linke oder will er auf die rechte Seite. Ja, das ist so die Sache. Aber man sieht wenigstens so bitte. Ne? Ja, ist alles gut. Man sieht so ein bisschen, es wird wenigstens, naja, wird das reine? Ja. Ja, ein bisschen. Aber gut. Immerhin, der Verkehr rauscht noch weiter an uns vorbei. Achte auf den richtigen Abstand. Ja. Alles gut. Haben wir hier im Innenbereich dann die Warnung? Also ein ganz leichtes Piep ist da. Das ist, ja, ist doch gut. Aber das war's dann dementsprechend auch schon. Ist jetzt nicht die spannendste Aufgabe, gebe ich zu. Aber so kriegen wir es halt irgendwie hin. Hauptsache die Planken sind sauber. Warum jetzt nur der Teilabschnitt hier, weiß ich nicht. Aber gut, ich glaube, wenn man das jetzt die ganze Autobahn durchziehen müsste, ich glaube, da hat man dann auch keinen Spielspaß mehr dabei, sondern ist dann auch nur noch nervig. So, abstellen. Und das Ganze, ja, deaktiviere den Fahrzeugaufsatz, habe ich hiermit erledigt. Und dann klappen wir hier den ganzen Spaß wieder ein. Sehr schön. Gut, dann war das unsere tolle Aufgabe. Und dann geht es einmal wieder zurück zu unserer Parkstation, beziehungsweise zu unserem Straßenmeistereihof da. Und dann können wir die nächste Aufgabe annehmen, weil, und da muss ich das Spiel weiterhin halt hart kritisieren, aber es ist hart, aber da habe ich jetzt so ganz den Logikschluss nicht verstanden. Spiele in der heutigen Zeit, whatever, oder generell, manche brauchen es nicht, aber einige Simulationen gehören meines Erachtens nach dazu, brauchen in so einem gewissen Feedback-Loop. Oder die brauchen generell Feedback. Und ich meine jetzt nicht Feedback im Sinne von, das hast du gut gemacht und das ist ein gutes Spiel und das können wir besser machen, das meine ich gar nicht, sondern Feedback im Gameplay. Also ich mache irgendwas, ich mache es besonders gut, dass ich dafür Feedback bekomme, oder ich mache es besonders schlecht, dass ich dafür Feedback bekomme. Das Spiel gibt aber keinen Feedback. Also klar, es wird angezeigt, hey, achte mal auf den richtigen Abstand. Coole Sache, ohne Frage. Also, cool. Aber ich kriege keine Belohnung. Es wird nicht besser dadurch, dass ich schlechter mache oder dass ich es besser mache. Es ist halt einfach so, mach mal. Und wenn du damit fertig bist, seh zu, dass du wieder heimkommst. In dem Falle wie hier. Ich park das Ding jetzt. Hier irgendwie so halbwegs dann noch gerade ab. Mach mal hier die Rundumleuchten aus, die wir in dem Fall eh nicht brauchen. So, setz das Ganze rein.
mach das aus und jetzt habe ich hier Auftrag abgeschlossen. Das war's. Ich krieg eine Steam-Errungenschaft. Habe ich gerade bekommen. Wasser. Fester Wasserstrahl oder irgendwie sowas. So, jetzt habe ich hier oben wieder dieses tolle Ausrufezeichen. Was mich eigentlich nur darauf hinweist, jo, es gibt neue Aufgaben. Ne? Zum Beispiel die Leitpfosten richten oder die Fahrbahn markieren oder die Schutzplanken reinigen. Ich würde jetzt gerne mal die Fahrbahn markieren, weil ich daran Spaß habe. Und dann machen wir das mal. Ne? Nimm das Fahrzeug mit dem Warnleitsystem, fahre das Fahrzeug zum mit Materiallager und öffne die Ladeklappe. Nütte. So, da haben wir hier wieder dieses tolle Teil. So, zack. Halt, das war das Falsche. So schön, dass das Radio immer noch innerhalb der Fahrzeuge ist. So. Dann steigen wir hier wieder aus. So, dann öffne die Ladeklappe. Machen wir in dem Falle hier natürlich. Zack. Und dann lade Absperrungen auf. Schließe die Ladeklappe und bla, tri, tra, tralala. So, also ich nehme jetzt das Teil hier. Na, ich meine, das hier, so animationstechnisch gesehen, das ist schon alles mehr als I.O. So. So. Und alles, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn ihr hier auf Freischaltungen, Belohnungen, Bonis, irgendwas in der Richtung hofft, nee. Ist natürlich für Leute, die gerne sofort alles frei haben. Ja, also, ne, ihr schaltet halt hier nichts frei. Aber ich bin der Meinung, dass, achso, warte mal, schaltet das Leitsystem auf X, also na, erstmal das Einsatzfahrzeug da parken. Die da natürlich irgendwie auf sowas stehen, ne, also generell auf Belohnung, also irgendwas freischalten, also ist ja auch Motivationstreiber, davon mal abgesehen. Aber die werden halt hier definitiv nicht fündig werden. Sag ich euch so, wie es ist, weil es ist alles da, man arbeitet seine Dinger ab und das war's dann. Ne? Mehr ist es leider Gottes nicht. So. Dann passt das Ganze hier. Hier ist auch aktuell kein Verkehr oder sonstiges. Ja, man sieht, hier vorne fehlt so ein bisschen was. Ah, da kommt gerade ein Verkehr angeschossen. Wie bitteschön. So, dann parken wir hier die ganze Hütte. So, parke das Ding, das haben wir gemacht. Dann einmal auf X, das ist der Pfeil nach unten. Und dann steigen wir jetzt hier aus. So, damit werden wir jetzt einmal hier Dings, ne, da passiert nichts. Also hier geht's nicht weiter. So, platziere die Absperrungen korrekt. Also so hier, gehe ich mal davon aus. So, einmal. Wo soll ich jetzt den zweiten platzieren? Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin. Gehört das so? Nein, das ist nicht korrekt auf jeden Fall. Irgendwo hier vorne? Na, immerhin, das KI-Fahrzeug fährt weiter. Ich renne jetzt einfach mal. Das ist ja wieder toll, ne? Korrekt ist, also, wenn das so ein orangener Punkt, ja, tatsächlich da vorne, Alter, du willst mich da verarschen, oder? Jetzt muss ich wirklich mit der kompletten Kiste, mit dem kompletten Ding da vorne rennen. Ich habe ja noch zwei mit dabei. Wo kommen denn die hin? So, komm mal her. Zumal ich ja hier mit den Dingen auch nicht rennen kann. Achso, ich habe hier oben auf der Minimap die Ausrufezeichen. Sehe ich ja jetzt gerade erstmal. Naja, das UI ist natürlich minimalistisch gehalten. Ne? Also wir haben eine Rundum-Map, wir haben links diese riesen Dinger, dass es auch Blinde sehen können, was hier Aufgabe ist. Und das war's dann aber auch schon. Sieht ein bisschen weird aus, wenn wir das hier so, ne? Bum, bum, bum. Okay, dann gehen wir das ganze Ding hier hoch. Dadurch, dass wir jetzt hier nicht rennen können, was natürlich realistisch ist, weil die Dinger werden ein bisschen was wiegen. Dauert natürlich, aber so schön, das ist direkt vor unserer Eingangs-Dings hier. Ne? Also unser Nachhauseweg wird nicht mehr so lange dauern. So. Zack. Dann natürlich nochmal hier und dann natürlich nochmal da hinten, ne? Ist klar. Eieieiei. Weißt du was? Ich fahre mit der Kiste 3 Meter vor und lade das dort aus, statt hier jetzt hier zu Fuß zu latschen. Das ist ja wieder die Krönung. Eieiei. So, warte mal, ich mach die Klappe zu, fahr mit der Kiste vor. Ich latsche doch jetzt hier nicht 3 Millionen Kilometer.
Ist ja eh, ne? Was will uns der Warnwagen jetzt noch sagen? Weißt du, wie ich meine? Es ist ja eigentlich viel gefährlicher. Das fällt mir jetzt gerade mal auf. Hier kommt ein Auto unter Kurve angeschossen und muss dann, wie man es jetzt gerade eben gesehen hat, voll in die Eisen gehen, weil halt hier so ein Ding rumsteht. Also eigentlich wäre ja der Warnwagen da. Also eigentlich bräuchten wir mehrere Warnwägen. Aber naja, gut, egal. So. Dann hier die Klappe wieder zu. So, ich mach mal hier diese tolle Warnbetafelung aus. Bringt nämlich eh nichts. Sehr schön, macht das Ding hier wieder aus. So, und stellen das Teil jetzt noch hier hin. Gut, dann haben wir das Ganze hier immer. Wie schön. Areal ist abgesperrt. Dann fahren wir jetzt einmal mit unserer tollen Leih-Dingsmaschine. Wunderbar, die hat kein Radio-Indus. Schade. Da fahren wir jetzt hier einmal auf den Startpunkt. So wie das Ganze sein soll. Sehr schön. Aktiviere den Aufsatz. Okay. I. Mhm. Nach unten. Ja, dass man natürlich nicht fahren darf, ist klar. Und jetzt kann ich hier wieder vorwärts fahren. Ah ja. Man muss das Ding dann einmal hier drinnen mit Hand haben. Verstehe. Verstehe, verstehe, verstehe. Warum ich da jetzt hinten noch diese Warndings damit anmachen muss, verstehst du jetzt auch nicht so wirklich, weil die Straßen sind ja in dem Fall abgesperrt, aber na ja, gut. Und das Absperrfahrzeug, ne, hinter dieser Leitplanke zu stellen, wo wir dann gesperrt haben, bringt am Ende des Tages auch nichts, weil, ne, das steht ja dahinter. Der muss ja eigentlich davor stehen, um zu warnen. Ne, aber egal. Wir bringen das Ganze mal hier auf. Das funktioniert mehr oder weniger, auch wenn das jetzt teilweise auch schon ein bisschen kaputt aussieht, wenn wir das hier aufsprühen. Ne? Also ein paar Risse sind da generell auch schon mit drin. Ja, aber gut. Wir halten uns hier streng an der Mitte. So detailliert können wir hier eh nicht arbeiten. Aber man sieht schön, wie es die Texturen wegzieht. Na, ihr seht hier so, wenn man jetzt mal drauf achtet. Dann seht ihr, dass wie die weggezogen wird. Das ist einfach, da liegt halt so eine Textur drüber. Und wenn wir drüber fahren, wird die Textur einfach nur entfernt. Ja, relativ simple Sache. Also sprich, das Ding ist eigentlich, ihr seht nämlich hier die ganze Zeit schon da. Ja, ist halt einfach nur überlagert. Selbst wenn ich jetzt hier lenke, eh alles relativ egal, wenn ich mir das so anschaue. So. Parke das Fahrzeug im markierten Bereich. Also, aha. Dann parken wir das Fahrzeug mal im markierten Bereich. Das ist hier keine freischwenkbare Kamera. Ich krieg eine Macke. So, immer hier die Maustasten drücken. F. Und aussteigen, sehr schön. Und jetzt sollen wir einmal wieder die Absperrung aufheben, die Ladeklappe schließen, das Warnleitsystem ausschalten. Schön. Schön, schön, schön. Ich mache das mal so auf meine eigene Art. Ich hoffe einfach mal, dass das Spiel dadurch jetzt nicht explodiert. Ne? Weil den Verkehr kann man ja hier schon mal freigeben. Der kommt dann vorne bis zur nächsten Leitplanke und dann hat sich's halt wieder. So, moin Mädels. So. Viel Spaß. Aber Vorsicht, da vorne steht noch eins. So. Gut, dann ziehen wir einmal hier durch. So, kann ich dann nicht einfach hier mit dem Pfeil nach links, kann ich die dann auch freundlich drauf auffordern, einmal nach links zu fahren. Das ist ja wirklich schön. So, steigen wir einmal wieder aus. Oh ja, die Klappe auf. So, Mädels, dürft auch wieder weiter. Wahnsinn. So. Einmal abgelagert hier. Dazu einsteigen. Losfahren.
Machen wir die Leitanlage aus hier. Zumal die das eh nicht interessiert. Ne? Fahr das Fahrzeug zum Werkshof, öffne die Ladeklappe, entlade die Absperrung. Achso, ja, das Übliche halt noch, ne? Das Übliche, so. So, dann stellen wir die Dinger wieder hier hin. Einmal. Zweimal. Dreimal und dann viermal. Na, dürfte ich, dankeschön. Lup. Lup. Sehr gut. Dann Ladeklappe wieder schließen. Und das Ding wieder anmachen und das Teil wieder reinpacken. Ein Wahnsinn. Und damit ist der Auftrag auch wieder erledigt. Ne? Wir bekommen zwar nichts dafür, aber immerhin erledigt. So. Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Steam-Errungenschaft Pinsel. Schön. Gut, ich würde sagen, das reicht erstmal für eben Part. Wir wollen ja auch hier ein paar mehr Folgen draus machen. Allzu viel werden es nämlich generell nicht werden, bis wir hier alles abgearbeitet haben. Naja, in dem Sinne danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.